Hallo, mein Name ist Peter Neumeier, ich bin Gewaltpräventionstrainer. Und ich bin die Alexandra. Ich bin seit etwa 2,5 Jahren hier dabei und leite unter anderem mit Peter zusammen die Frauen-Defense, die Women-Defense-Classes und die Workshops. Genau, und wir möchten euch heute einfach ein paar Infos geben über unser Frauentraining. Und zwar geht es darum, dass wir natürlich in der Selbstverteidigung lernen, wie wir uns zur Wehr setzen können, wie wir uns schützen können, wie wir uns wehren können, zuschlagen in kritischen Situationen. Aber natürlich ist es so, dass diese kritische Situation besser gar nicht erst eintritt, dass man schon vorher die Situation erkennt und sich anders verhalten kann. Ja, ich meine, wir alle Frauen kennen das leider. Ich kenne auch niemanden, der nicht schon in irgendwelchen unangenehmen Situationen war, sei es im Ausgang, auf dem Nachhauseweg. Überall kann mal was passieren oder dass man sich unwohl fühlt. Das ist dann auch wichtig, dass man auf das Bauchgefühl hört. Aber besonders in den Workshops wollen wir so einen kleinen Crashkurs geben mit vielen kleinen nützlichen Tipps und Tricks, die man für sich anwenden kann, die einen dann zum Beispiel auch schon sicherer auftreten lassen, weil das war dann oft eine Reaktion, die ich bekommen habe. Man hat dann so ein bisschen was erzählt, so einen kleinen Trick und dann oft kam, ah, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber voll, macht Sinn, hilft eigentlich. Und damit kann man eigentlich schon viel machen. Schon alleine, wenn man sich dann ein bisschen sicherer fühlt und sicher auftritt, ist ja am Ende schon mal etwas, was einem dann unbewusst weiterhilft. Und da wollen wir halt auch einsetzen mit vielen kleinen Sachen, die einem einerseits weiterhelfen, sich selbst sicherer zu fühlen, weil man halt weiß, hey, na, ich könnte das machen oder hey, ich bin mir der Umgebung bewusster und halt auch darauf eingehen, wenn man dann mal so ein bisschen in eine Stresssituation oder etwas kommt, wie reagiere ich darauf? Was sind meine natürlichen Reflexe? Und da dann halt aufbauen mit sehr simplen, sehr einfachen, man kann es nicht mal wirklich Techniken nennen, sondern einfach mit hilfreichen Griffen und Tricks, die dann aber im Endeffekt sehr effektiv sein können und dann viel bewirken können. Genau, weil das Problem, viele Leute verstehen unter Selbstverteidigung, dass sie sich physisch zur Wehr setzen müssen gegen irgendwelche Leute, die größer und stärker sind. Natürlich wird es auch trainiert, ja. Das ist wichtig, das sind die Backup-Skills, falls alles andere schiefgelaufen ist, dass man sich dann effektiv schützen kann. Aber was eben ganz wichtig ist, dass wir vorher ansetzen, dass wir gar nicht erst in diese Situation reinkommen. Wenn jemand größer ist und stärker und mich packt und zuschlägt, dann ist es sehr schwer, mich zur Wehr zu setzen. Wenn ich aber schon früh erkenne, dass irgendwie die Situation schwierig ist und sich merkwürdig entwickelt und wenn ich dann weiß, wie ich mich da zur Wehr setzen kann, wie ich Grenzen setzen kann, wie ich aussteigen kann aus dieser Situation, dann ist mir schon viel geholfen, ohne dass ich überhaupt einen Schlag setzen muss. Das ist das, worauf wir in den Workshops vor allem fokussieren. Ganz effektive, einfache Techniken, aber auch das Verständnis von kritischen Situationen in Form von Rollenspielen. Trainieren wir das mit euch. Und wir würden uns sehr freuen, euch bei unserem Workshop begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Ciao. Tschüss.